Schwere Unwetter mit Hochwasser und Verklausungen bis hin zu längeren Stromausfällen hat es gegeben und wird es wohl auch immer wieder geben. Gegenwärtig ist vor allem der großflächige Stromausfall Blackout in aller Munde. Wie man damit zurechtkommt, konnte man beim Zivilschutz-Probealarm-Aktionstag in St. Veitern erklären, erfahren. Ja, durch die zunehmende Digitalisierung, Umstieg auf alternative Energien, wird natürlich ein Blackout im europäischen Stromnetz immer wahrscheinlicher. Es ist nicht mehr die Frage, ob es einen Blackout geben wird, sondern nur mehr wann. Also bei uns persönlich ist es so, wir wohnen am Berg oben und da haben wir öfter mal einen Stromausfall jetzt auch schon gehabt, die ohne Blackout, einfach nur bei uns. Und wir haben uns jetzt ein Notstromaggregat gekauft. Wir gehen einmal davon aus, dass ein Blackout ungefähr 72 Stunden andauern kann. Für diese Zeit sollte der Haushalt autonom funktionieren. Es ist leider so, dass nicht mehr in jedem Haus ein Holzofen steht, wo man sich etwas Warmes zubereiten kann. So unter dem Motto Krisenfit mit Genuss und Geschmack wurde von den Schülerinnen und Schülern der HLW St. Veit bei einer Notkochstelle aufgekocht. Dabei wurden mit regionalen Produkten vom Bauernmarkt perfekte Gerichte gezaubert. Beim Aktionsprogrammpunkt Kochen ohne Strom gab es auch das hochdramatische Kochduell. Landtagsabgeordneter Günter Leikam, er ersetzte Landesrat Daniel Fellner und Bürgermeister Martin Kulmer. Ob Landespolitiker oder Stadtpolitiker, eine passende Strategie gab es bei beiden. Ich glaube, dass ich da mit meinem Schuss Mineralwasser den Teig noch ein bisschen besser zusammenbringen wie der Günther, weil vom Mineralwasser hat der Günther noch nichts gewusst, dass das auch dazu kommen kann. Ich werde ihn nicht besiegen, wir werden versuchen, das irgendwie gemeinsam zu machen, aber ich denke, ich habe gehört, Palatschinken sollten wir, glaube ich, zubereiten. Das werden wir hoffentlich zustande bringen. Und eines noch, der Daniel Fellner hat mich gebeten, das auch mitzuteilen. Das wird natürlich nachgeholt, er wird mit Martin Kulmer dann ein anderes Mal kochen. Hochmotiviert gingen beide ans Werk. Nach einer Kontrolle, Bewertung und Verkostung der beiden Palatschinken war das Ergebnis klar. Martin Kulmer wie auch Günter Leikam haben ihr Bestes gegeben. Somit sind beide Gewinner. Also ich muss sagen, ich bin begeistert von den beiden Herren. Also wir haben eh gerade einen Engpass bei den Kochlehrerinnen und Lehrern. Also wir werden versuchen, die beiden Herren bei uns anzustellen, wenigstens für ein paar Stunden, damit sie ihre Expertise bei den Palatschinken auch an die Schülerinnen und Schüler weitergeben können. Einen gravierenden Fehler beider Darsteller gab es aber doch. Ich habe mit der Frau Amtsvorständin vorher unterhalten und sie gesagt, wir haben alles vorbereitet, aber es wäre Aufgabe der beiden Herren gewesen, unter die Brennpaste ein nicht brennbares Stück hinzugeben, weil wenn das zu heiß ist, natürlich brennt der ganze Tisch, das Tischtuch unter drunter. Also das heißt, liebe Freunde, so gut es auch war, das war ein grober Fehler und ich muss euch beiden einen Punkt abziehen. Bei diesem Aktionstag wurden dank des Kärntner Zivilschutzverbandes und der Stadtgemeinde St. Veit 50 Stück der neuen Kärntner Notfallboxen verlost. Um Notfälle und Katastrophen dementsprechend zu überstehen, sind vor allem die rechtzeitigen Informationen, sprich Sirenensignale, ein Thema. Daher wird auch jedes Jahr die Funktionsfähigkeit der Sirenen getestet. Es finden jeden Samstag Mittag um 12 Uhr das Signal der Sirenenüberprüfung für 15 Sekunden statt. Zusätzlich gibt es schon seit den 60er Jahren eigentlich die Zivilschutzsignale Warnung, Alarm und Entwarnung. Und das wird heute auch überprüft. Krisenfit mit Genuss und Geschmack. Beim Zivilschutzaktionstag in St. Veit an der Glan konnte man wieder einiges in Erfahrung bringen. Denn durch die Globalisierung, durch die Veränderungen der Gesellschaft, durch die Veränderungen der Lebensgewohnheiten wird es notwendig sein, diese Aktionen vermehrt stattfinden zu lassen, um uns wieder fühlbarer zu machen. Das Ziel ist ja, gemeinsam Notfälle und Katastrophen erfolgreich zu überstehen.